Teil 1. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 1. Guten Morgen. Mein Name ist Barnuevo. Ramon Barnuevo. Guten Tag. Ich bin Maria Talipa. Woher kommen Sie, Herr Barnuevo? Ich komme aus Spanien. Und Sie? Aus Österreich. Ah, da kommt mein Kollege. Das ist Herr Zubenko. Er kommt aus Russland. Guten Morgen. Mein Name ist Barnuevo. Ramon Barnuevo. Guten Tag. Ich bin Maria Talipa. Woher kommen Sie, Herr Barnuevo? Ich komme aus Spanien. Und Sie? Aus Österreich. Ah, da kommt mein Kollege. Das ist Herr Zubenko. Er kommt aus Russland. Nummer 2. Hallo Paul, wie geht es dir? Danke, sehr gut. Und dir, Laura? Danke, es geht. Was ist denn los? Ach, weißt du... Hallo Paul, wie geht es dir? Danke, sehr gut. Und dir, Laura? Danke, es geht. Was ist denn los? Ach, weißt du... Nummer 3. Und wie heißen Sie bitte? Ich heiße Aljoscha. Wie bitte? Aljoscha. Ich buchstabiere. A-L-J-O-S-C-H-A. Ah ja, Aljoscha. Und woher kommen Sie, Herr Aljoscha? Und wie heißen Sie bitte? Ich heiße Aljoscha. Wie bitte? Aljoscha. Ich buchstabiere. A-L-J-O-S-C-H-A. Ah ja, Aljoscha. Und woher kommen Sie, Herr Aljoscha? Nummer 4. Guten Tag, haben Sie schon gewählt? Was können Sie empfehlen? Haben Sie frischen Fisch? Nein, heute leider nicht. Aber wir haben eine sehr gute Fischsuppe. Und vielleicht einen Salat? Die Fischsuppe nehme ich gern, aber bitte keinen Salat. Und zu trinken? Guten Tag, haben Sie schon gewählt? Was können Sie empfehlen? Haben Sie frischen Fisch? Nein, heute leider nicht. Aber wir haben eine sehr gute Fischsuppe. Und vielleicht einen Salat? Die Fischsuppe nehme ich gern, aber bitte keinen Salat. Und zu trinken? Nummer 5. Sag mal, Eva, was machst du heute Abend? Wollen wir einen Film sehen? Nein, ich muss arbeiten. Ich muss für die Prüfung lernen. Und wollen wir später etwas trinken gehen? Es gibt hier an der Ecke ein neues Café. Nein, tut mir leid. Lieber am Sonntag.
Dann habe ich Zeit. Sag mal, Eva, was machst du heute Abend? Wollen wir einen Film sehen? Nein, ich muss arbeiten. Ich muss für die Prüfung lernen. Und wollen wir später etwas trinken gehen? Es gibt hier an der Ecke ein neues Café. Nein, tut mir leid. Lieber am Sonntag. Dann habe ich Zeit. Nummer 6. Julia, ich gehe schnell einkaufen. Was möchtest du zum Frühstück? Frische Brötchen. Soll ich auch Eier und Käse kaufen? Nein, Käse mag ich nicht. Und Eier haben wir noch im Kühlschrank. Aber vielleicht kannst du etwas Wurst einkaufen. Das wäre super. Gut, dann gehe ich zum Supermarkt. Julia, ich gehe schnell einkaufen. Was möchtest du zum Frühstück? Frische Brötchen. Soll ich auch Eier und Käse kaufen? Nein, Käse mag ich nicht. Und Eier haben wir noch im Kühlschrank. Aber vielleicht kannst du etwas Wurst einkaufen. Das wäre super. Gut, dann gehe ich zum Supermarkt. Teil 2. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Was ist Ihr Hobby, Paul? Interessieren Sie sich für Geschichte? Also, Geschichte ist sehr interessant. Aber am liebsten mache ich Sport. Nummer 7. Entschuldigung, wo ist die Arztpraxis? Moment, also im ersten Stock ist das Architekturbüro, im Erdgeschoss das Café. Die ist im zweiten Stock. Nummer 8. Welche Größe hast du, Katja? Wir sind alle ziemlich klein in meiner Familie. Ich habe S und meine Brüder M. Nummer 9. Hallo Wolf, hier ist Max. Hast du mein Fahrrad schon repariert? Gestern musste ich noch neue Reifen besorgen. Heute Morgen habe ich mich dann um dein Rad gekümmert. Es ist fertig. In Ordnung. Nummer 10. Guten Tag, Herr Mohr. Hier ist Zahnarzt Dr. Meyer. Wir müssen Ihren Termin verschieben. Passt es Ihnen übermorgen? Morgen geht es leider nicht und heute ist ja Dienstag. Da ist die Praxis geschlossen. Ist in Ordnung. Bis Donnerstag. Hören. Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C? Sie hören jeden Text zweimal. 11. Zum Schluss noch ein paar Empfehlungen für den Wochenendausflug. Da ist einmal der Flohmarkt in Heinrichshausen mit der S-Bahn-Linie 4 leicht zu erreichen. Dann gibt es in Muttlingen ein Stadtfest mit Musik, Feuerwerk und gutem Essen. Nach Muttlingen kommen Sie mit Auto oder Fahrrad, am besten auf der Landstraße in Richtung Weidenau. Zum Schluss noch ein paar Empfehlungen für den Wochenendausflug.
Da ist einmal der Flohmarkt in Heinrichshausen mit der S-Bahn-Linie 4 leicht zu erreichen. Dann gibt es in Muttlingen ein Stadtfest mit Musik, Feuerwerk und gutem Essen. Nach Muttlingen kommen Sie mit Auto oder Fahrrad, am besten auf der Landstraße in Richtung Weidenau. Nummer 12. Natürlich will ich Ihnen nun auch verraten, wie man den russischen Salat zubereitet. Sie brauchen dazu Kartoffeln, Eier und gekochtes Gemüse. Die Kartoffeln und die Eier müssen Sie kochen und in Scheiben schneiden. Für die Soße nehmen Sie Öl, Essig und Salz. Servieren Sie den Salat gut gekühlt mit Weißbrot. Natürlich will ich Ihnen nun auch verraten, wie man den russischen Salat zubereitet. Sie brauchen dazu Kartoffeln, Eier und gekochtes Gemüse. Die Kartoffeln und die Eier müssen Sie kochen und in Scheiben schneiden. Für die Soße nehmen Sie Öl, Essig und Salz. Servieren Sie den Salat gut gekühlt mit Weißbrot. Nummer 13. Das waren die Nachrichten vom Nordwestfunk. Es folgt jetzt der Bericht aus der Landwirtschaft. Um 10.30 Uhr hören Sie eine Musiksendung aus dem Bremer Konzerthaus. Um 12 Uhr kommen wieder die neuesten Nachrichten. Und um 12.15 Uhr geht es weiter mit Musik für unterwegs. Das waren die Nachrichten vom Nordwestfunk. Es folgt jetzt der Bericht aus der Landwirtschaft. Um 10.30 Uhr hören Sie eine Musiksendung aus dem Bremer Konzerthaus. Um 12 Uhr kommen wieder die neuesten Nachrichten. Und um 12.15 Uhr geht es weiter mit Musik für unterwegs. Nummer 14. Wenn Sie an der Sendung teilnehmen wollen, müssen Sie uns sofort Ihre persönlichen Daten mitteilen. Schicken Sie Ihren Namen und Ihre Adresse an Radio Bremen. Kennwort Familienquiz. Natürlich können Sie uns auch anrufen oder eine E-Mail schicken. Wenn Sie an der Sendung teilnehmen wollen, müssen Sie uns sofort Ihre persönlichen Daten mitteilen. Schicken Sie Ihren Namen und Ihre Adresse an Radio Bremen. Kennwort Familienquiz. Natürlich können Sie uns auch anrufen oder eine E-Mail schicken. Nummer 15. Hier bei uns im Studio ist heute Frau Angela Muthesius, Präsidentin der Grünen Liste in Tornesch in Schleswig-Holstein. Frau Muthesius hat sich immer für Politik interessiert, aber es ist nicht ihr Beruf. Bis vor 3 Monaten war sie als Französischlehrerin an der Gesamtschule in Elmshorn tätig. Nebenbei hat sie immer für die Regionalzeitung gearbeitet. Aber auch das war nur ein Hobby. Frau Muthesius, wie sind Sie denn nun zur Politik gekommen? Hier bei uns im Studio ist heute Frau Angela Muthesius, Präsidentin der Grünen Liste in Tornesch in Schleswig-Holstein. Frau Muthesius hat sich immer für Politik interessiert, aber es ist nicht ihr Beruf. Bis vor 3 Monaten war sie als Französischlehrerin an der Gesamtschule in Elmshorn tätig. Nebenbei hat sie immer für die Regionalzeitung gearbeitet. Aber auch das war nur ein Hobby. Frau Muthesius, wie sind Sie denn nun zur Politik gekommen?